Ah, endlich wieder in Havanna. Okay. So, also gut. Dann schauen wir mal. Da ist eine Tempeljagd, ein Templerjagd. Jawohl, dann machen wir jetzt auch noch die Templerjagd und dann verbessern wir unser Schiff und dann geht's auf Torres umzubringen. Los geht's. Okay. Templerjagd ist hier irgendwo. Dann kriegen wir auch jetzt endlich den Templerschlüssel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das der letzte Templerschlüssel ist. Dann können wir endlich mal diese neue Kluft anziehen. Vielleicht sieht die ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Na, wer bist du denn? Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway, ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Immer noch so charmant wie früher. Die kennen sich wohl. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch. Eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Ziehübung? Das tut man nicht für eine Lady. Helft mir gegen diese Männer! Dein Wunsch ist mir Befehl. Auf geht's! Meine Schwerter haben sowieso Bock auf Blut. Zack! Oh, armer Penner, verblute hier nicht! Oh, da ist einer ganz schön fit mit seinem Säbel, aber nicht schnell genug. Ab, zack! Geh mir nicht auf den Sack, sondern stirb endlich! Was? Okay, wohin? Ah, an die Eingänge. Kein Problem. Machen wir. Zack, Nummer 1. Ja. Bin schon unterwegs. Nur kein Packesel. So. Pulverfässer stehen. Und warten wir mal, bis sie reinkommen. Okay, okay. Wir müssen aber erstmal reinkommen. Ja, genau. So zum Beispiel. Na, boah. Na komm schon, zeig, was du drauf hast. Lass die Lady in Ruhe und kümmere dich um mich. Schneid dir die Backe auf, du Penner. Ja, das lässt du mich an dem Pulver was, danke. Okay. Hab. Ja. Immer langsam, Mädelmann. So, Pulverfässer stehen. Wenn sie jetzt kommen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Moment, Moment! Jetzt! Ah, sehr schön. Ah, die sind wieder durchgekommen. Ah, war ich wohl zu langsam. Hey, man schlägt doch keine Frau, du Penner! Mist. Jetzt reicht's. Das war dafür, dass du die Lady geprügelt hast. Und das ist dafür, dass du mich gestört hast. So, schon wieder Pulverfässer. Aber bald sind keine mehr übrig, wenn wir so weitermachen. Da müssen wir zwei hinlegen. Okay. Dumm. Diese verdammten Spanier. Alles klar. Welche Seite soll ich nehmen? Die Seite? Oh, sieht gut aus. Was? Oh!
Sie sind hier durchgekommen! Einfach umgekickt! Das gibt's doch nicht! Ach, ihr spürt ja meine Klinge! Zack, zack! Und jetzt eine Kugel. Oh, was? Okay. So, willst du es wissen? Dann schluck mein Schwert. Lass sie in Ruhe! Auf die Seite mit dir! Das war's hoffentlich. Was für eine Schlacht. Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona, ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lasse ich euch rufen. Nett. Okay, das war Mission 1. Alles klar, dann machen wir uns gleich auf den Weg zu Mission 2. Ah, da ist er ja gleich. Muss sie gar nicht lange suchen. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Gut. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. Wie wär's mal mit dem Danke? Ich hab dein Leben gerettet. Nein, es wird nur weiter gemosert. Naja, gut. Dann untersuchen wir mal den Markt. Für die Maid. Hopp. Sag mal, wie weit ist denn der Markt entfernt? Ah, okay. Bleiben wir am besten auf den Dächern, weil... Wer weiß, was wir da... Wir müssen bestimmt wieder irgendjemand verfolgen. 100 Pro. Ja! Oh, das war knapp. Ah. Ich bin ganz in der Nähe. Aha. Ich muss den Typ fangen. Scheint ein kleiner Taschendieb zu sein. Okay. Ganz schön flink. Ich verliere ihn gleich. Ah, da hinten ist er. Der entkommt mir nicht. Aber die Wache ist ihm auch auf den Fersen. Irgendwas Wichtiges hat er der Wache geklaut. Was? Das sollte ich herausfinden. Aha, hab ich dich! Du bleibst hier. Gib mir den Brief. So, das war's schon. Okay, wir hätten nur den Brief klauen müssen. Na gut. War ja mehr wie billig. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt den ganzen langen Weg wieder zurück. Yep. Aber dann machen wir eine Schnellreise. Okay. Ab nach unten. So. Sehr schön. Jetzt muss ich nur noch wieder... zur Assassinen finden.
Ich hoffe, sie ist zufrieden mit meiner Aufgabe, was ich gemacht habe. Huch. Okay. Hab. So. Na? Rückwärtswettlauf. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Das hört sich doch gut an. Zerstören wir ein paar Waffenlager. Das erste Waffenlager ist ganz in der Nähe. 60 Meter. Dürfte eigentlich ohne Probleme auffindbar sein. Aha. Zwei Wachen vorm Eingang. Vielleicht nehme ich doch lieber einen anderen Eingang. Entweder der Eingang von oben, aber Scharfschützen sind postiert. Und hier sind auch wieder zwei Wachen. Nur die zwei. Hey, hey, Freunde! Legt euch hin, macht eine Pause! Da ist der Sprengstoff. Es macht Bumm! Ich zieh weg hier! Lasst mich durch! Ein Attentat wurde ausgeübt! Okay. Das war... Sprengstoff Nummer 1. Kommen wir zu Nummer 2. Das zweite Sprengstofflager. Das wird wahrscheinlich jetzt gar nicht so einfach wie das gerade eben. Es sind auch wieder zwei Wachen vorm Eingang. Und viele Wachen auf dem Dach. Wenn ich die jetzt umleg, merkt da einer bestimmt etwas. Aber ich muss mir irgendwie Zugang verschaffen. Und das schaffe ich nur so. Hallo! Hinlegen. Sehr schön. Vielleicht überrasche ich den einfach mal und nehme ihn mit! Ins Heu! Oh oh. Nein. Psst. Ruhe. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, da drüben ist es. Und Kabom! Ah! Oh! Mist. Und jetzt nichts mehr weg hier. Sprengstoff! Bomben! Lauf! Boah, wie sie alle angetigert kommen zu der Stelle, wo alles explodiert ist. Aber ich bin so schnell wie möglich weg. Oh. Hey, yo, yo, okay, ich hab's kapiert. Hier ist alles abgesperrt. Ah, der Sprengstoff ist in diesem Eck also. Dann gehen wir doch mal nach oben und schauen, ob wir das irgendwie entdecken können. Ist irgendwo noch ein Scharfschütze. Oh, tatsächlich. Den sollte ich natürlich loswerden. Hey! Stehen bleiben! Was? Wer? Ach, der. Schlaf! Und du auch. Mist! Das war daneben. Was? Der weckt den? Unglaublich. Okay. Hep. Und, dann würde ich mal sagen... Sprengen wir es in die Luft und hauen ab. Wir müssen erst anonym werden. Also gut, dann machen wir es halt so. Das war's. Okay, Mission beendet. Dann nichts zu, wie zurück ins, ja. Assassinenbüro. Ciao.
Hey, hallo! Oh! Ihr Drecksäcke! Ich habe keine Zeit, mich mit euch jetzt rumzuschlagen. Ich muss nämlich rausfinden, wo das Assassinenbüro ist. Das war irgendwo hier. Toll, ich muss erstmal anonym werden. Okay. Dann machen wir das mal. Boah! Hey, hi! Schätzen. Ganz schön viele mehr hinter mir her. Aus dem Weg, aus dem Weg! Okay. Und weg bin ich. Gut. Sehr schön. Da müssen wir also hin. Das Ende von Flynn. Dann machen wir das mal. Und somit kriegen wir dann unseren letzten Templer-Schlüssel. Und können dann nachher schön unsere Templer-Rüstung holen. Gut. Da ist sie ja. Edward, wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Vorsichtig, und ihr kennt den Rest. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Könnt ihr jetzt gehen? Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein. Der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Kopf. Gebt es zu, Rona. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht könnt ihr euch gern in Daumen schrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Da fühlt sich aber jemand angegriffen. Scheint die gute Rona doch für den Flynn was übrig zu haben. Wer weiß, vielleicht hatten die auch mal was miteinander. Wir werden es bald herausfinden. Man muss eben etwas kreieren. Ich lenke ihn ab. Ihr umrundet ihn und... Hey, Flint! Ha! Wow, wow! Kein guter Schütze. Was, Flint? Müsste ich, nachdem ich so lange studiert habe... Oha. Am besten ist, ich komme von hinten. Ist ja der gute Flynn. Attacke! Zack! Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt einen Assassinen weniger. Welch ein Jammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt ihr zwei einen Moment allein sein? Nein, es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen.